Auf geht's. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Dank mir, wenn wir sicher ankommen. Los jetzt. Auf geht's. Vorsicht! Reite Ciri! Nicht umsehen! Schneller, schneller! Sie holen auf! Ja, ja. Ich eile. Okay, scheint wieder eingesteckt. Auch gut. Nein! Bei der Ausdauer ein bisschen aufladen. Ich treffe ja sowieso nichts. Da wartet er. Ist das nicht der Typ, der sie hergebracht hat? Oha. Ganz betäubt. So, okay. Mit dem Fluch wahrscheinlich von der wilden Jagd. Und wegen ihr hat er den Fluch. Wie heißen das da? Von der wilden Jagd verflucht wurde. Oder was? Einige Zeit später. Okay, wen haben wir hier? Oha. Und nun? Was ist aus dieser Kreatur geworden? Wo ist sie? Halt! Wo? Sie war mein Donas, aber er hat sie verkauft. An wen? Weiß nicht. Geh jetzt. Sag's ihnen. Wasch meinen Namen rein! Verschwinde, sag ich! Das muss schlimm gewesen sein. Das muss schlimm für ihn gewesen sein, hier die Seele aus dem Tod geholt und dann. Yen, verschwinden wir von hier. Jetzt sofort. Darum musst du mich nicht zweimal bitten. Der Garten! Unser Garten! Wie konntet ihr nur? Wir helfen euch und ihr... Unfassbar! Ganz ruhig. Wage es nicht, mich zu beruhigen. Wir haben jedes Recht, wütend zu sein. Rasend. Dafür werdet ihr bezahlen. Mhm. Wir hatten keine Wahl. Wir hätten nie erfahren, was mit unserer... Glaubt ihr wirklich, das wäre eine Rechtfertigung? Dass eure Jagd nach einer fremden Frau euch das Recht gibt, unseren Garten zu zerstören?
wie zerstören. In euren Augen bestimmt nicht. Ich werde überall auf den Skelligen verkünden, was ihr hier getan habt. Ja, mach ruhig. Das hab nur ich getan. Geralt wollte mich aufhalten. Ich wollte nicht hören. Ich hätte es wissen müssen. Man hat mich vor dir gewarnt. Zauberin! Niemand soll dir die Tür öffnen. Niemand deinen Hunger stillen. Niemand deine Wunden versorgen. Ich werde dir Essen bringen. Ich werde mich kümmern. Oder sie wird sich selbst was jagen. Ist ja eine selbstsichere Frau. Das hättest du nicht tun müssen. Aber ich wollte die Frau. Ich will nicht drüber reden. Konzentrieren wir uns auf das, was Fjall gesagt hat. Der Schlüssel zu Ciri ist dieses widerliche Ding, das Gjall am Stand gesehen hat, glaube ich. Weißt du, ich habe jemanden gesehen, der ganz ähnlich aussah. Wo denn? In Velen, in einer Burg, in der bis vor kurzem ein selbsternannter Baron geherrscht hat. Jetzt hat dort seine rechte Hand versagen. Da waren sie einer. Dann eine geh hin und hol sie. Egal wie. Kauf sie. Entführ sie. Das Ding ist eindeutig verflucht. Geistig völlig von der Rolle. Kein normales Gespräch wird möglich sein. Ja, Mann, hilft nichts. Alles wird Zug nach Velen, also. Ein Fluch? Bitte. Das ist doch für eine Zauberin und einen Hexer kein Hindernis. Sag mir, meinst du, dass... Nein, schon gut. Viel haben wir nicht erfahren. Obwohl wir sicher sein können, dass Ciri nicht mehr auf den Skelligen ist. Das ging schnell. Und auch nicht in Velen oder Novigrad. Sie ist verschwunden. Schon wieder. Vielleicht sollten wir nochmal durchgehen, was wir erfahren haben. Uns könnte ein wichtiger Hinweis entgangen sein. Ich hoffe, dass das so ist. Ich möchte wirklich wissen, in was sie hineingeraten ist. Ich habe keine Ahnung. Aber wir holen sie da raus. Gesund und munter. Versprochen. Ciris Spur ins Gellige. Wir sind ihr gefolgt und haben die Möglichkeiten ausgeschöpft. Vielleicht ist es Zeit, aufs Festland zurückzukehren. Vorher, da ist noch etwas, etwas Wichtiges. Was denn? Treffen wir uns in Larvik, in der Kriegerhalle. Reden wir dort. Okay. Gut. Bis bald in Larvik. Danke. Dafür. Und für deine Hilfe im Garten. Ohne dich hätte ich's nicht geschafft. Das war doch nichts. Geralt, du kennst mich. Ich lobe selten, aber wenn, dann meine ich's ehrlich. Errungenschaft freigeschaltet, Nekromant. Gut, während Jennifer davon reitet. Sag dem Feldwebel des Barons, dass du immer mit mir bist. Okay, dann ist der Wunsch. Rest. Das hässliche Entlein. Okay. Und sag dem Feldwebel des Barons, dass du immer mitnehmen willst. Let's go. Map. Ah, hier. Das ist also hier ist der Feldwebel. Der hält sich hier irgendwo auf. Mit dem müssen wir mal quatschen. Oha. Jetzt geht's steil bergab. Wo ist denn der Herr Feldwebel? Feldwebel ist auch, das ist ein dieser diese deutschen Militärsbegriffe, das ist in Amerika haben sie Sergeant, General, ein General haben wir auch in Deutschland, aber in Deutschland hat man, in Deutschland haben wir Oberst Feldwebel und so weiter, wie die noch alle heißen.
klingen alle überhaupt nicht sexy wie die deutschen Militärsnamen. Sergeant, Lieutenant und so weiter in Amerika. Selbst Lieutenant heißt in Deutschland Leutnant. Das ist in Amerika Lieutenant, in Deutschland Leutnant. Ich bin der Leutnant. Ja, wo ist denn der Herr Feldwebel? Wo kriegen wir den jetzt? Okay. Schneller. Der muss hier irgendwo sein. Komm jetzt. Ich sag dem Feldwebel des Barons, ist mit Oma. Wenn du jetzt nicht willst. Was finden wir denn im Feldwebel? Das Plätze. Zünd mal hier ein bisschen Licht an. Damit wir können was sehen. Gewittert ganz schön. Die Markierung ist direkt vorm Tor, aber da ist niemand. Bin ich blöde oder? Was doch hier irgendwo. Das Bein verwacht. Wenn ich da jetzt runterspringe, dann bin ich wieder. Komme ich hier nicht mehr raus. Das Tor vorne verschlossen ist. Will ich ehrlich gesagt auch nicht mehr rein. Ach, Kacke. Wieder im zentralen Garten. Ich will nicht. Ja, die Spuren führen uns hier hin. Der müsste ungefähr hier stehen. Hier. Ach so, das Schnellreisending. Der Feldwebel des Barons, dass du. Ah, der Feldwebel des Barons. Okay, da. Deswegen hier am Schnellreisending. Wir müssen noch zurück nach Wedern. Ah, sag das doch gleich. Dann müssen wir hier wahrscheinlich hier. Wir müssen zurück nach Krefeld. Hier müssen wir wahrscheinlich hin. Die lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Okay, back on track. Zurück, wo wir schon mal waren. Ich glaube, das hatten wir auch beim letzten Mal, im letzten Stream. Hatten wir das so. Wurde besprochen, dass wir wieder zurückgehen müssen. Okay, Skellige war ein kurzes Abenteuer, wie es ausschaut. Auch wenn ich nach Skellige nochmal, ich muss nach Skellige unbedingt nochmal zurückkommen. Weil da gab es ein schönes Schwert oder ein schönes irgendwas gab es noch. Ich erinnere mich dunkel dran. Müssen wir noch was besorgen, da gibt es tolle Items. Hey, du wirst nicht mit dem da reden müssen. Ach ja, bist du noch hier. Das ist ja schon. Fühlt sich schon Ewigkeiten her an. Dass wir das letzte Mal hier beim Baron. Dass wir hier mal durchgelaufen sind. Dass wir hier mal durchgeritten sind. Also gut, gib mir die Münze. Komm, wir müssen den Stand.
Das fühlt sich ja schon an, dass wir waren. Novigrad waren wir Ewigkeiten, um uns dann ans Kelle jetzt ein paar Minuten. Gefühlte Minuten. Jetzt sind wir wieder hier. Da wird man ja fast ein bisschen sentimental. Der Baron ist nicht da. Er ist los, einen Heiler zu finden. Für seine Frau natürlich. Ich weiß. Er hat eine Frau. Hast du gesehen, was sich vor den Toren tut? Was meinst du? Ach ja, die Frau, die war aus dem Hexensumpf geholt. Er hat den Männern gesagt, dass sie für Ordnung sorgen sollen. Für die neue Ordnung. Sie morden und plündern. Das ist die neue Ordnung. Und es ist mir scheißegal, was du davon hältst. Ah ja. Was faselst du da? Ach so. Das war wohl nicht der Feldwebel. Du siehst ja fertig aus. Was zum... So, Herr Feldwebel. Ich muss mit dir reden. Worüber? Ach, war doch der Feldwebel, oder was? Uma, ich werde ihn mitnehmen. Du musst um die Erlaubnis des Barons bitten. Das Problem ist, er ist nicht da. Ich bitte um gar nichts. Ich teile es dir mit. Du kannst versuchen, mich aufzuhalten. Aber das wäre ein Fehler. Ein tödlicher. Du glaubst wohl, ich zittere vor dir. Das wäre jedenfalls verdammt klug. Bitte nicht. Bitte. Der Krüppel ist das Blutvergießen nicht wert. Geh zum Stallknecht. Der ist sicher froh, wenn er los wird. Das ist doch nicht wert, den abzuschlachten. Aus den Futterbeuteln frisst. Ich wünsche euch beiden eine angenehme Reise. Herzlichen Dank. Ich will nicht den Feldwebel abschlachten müssen. Das ist doch die Mühe nicht wert. Ein Rachenputzer vertragen. Zufällig Wodka aber auch einen guten Weg. So, holen wir uns. Die Tür ist natürlich abgeschlossen. Hier schon gelootet? Wahrscheinlich schon. Wenn täuscht, wenn nicht. Man hat doch mal die Hütte gebrannt. Wir sind doch mal durchgerannt, als die Hütte gebrannt hat. So, kommen wir jetzt hier rüber. Ja, so scheinbar nicht. Sag dem Steuermeister, dass du immer mitnehmen willst. Wer ist hier der Steuermeister? Das ist ein Bauer. Ist es wichtig, unsere Jungs wollten sich Essen mit ein paar Weibern im Heu amüsieren. Oh. Die Leute, die haben aufgebockt. Begraben liegt. Warum müsste er auch den Helden spielen? So, rauf hier vielleicht. Da hat jemand ganz schlimmes Asthma. Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Doch, aber der letzte, der was dagegen gesagt hat, den habe ich abgeschlachtet. Ist das der Stallmeister? Ist der Stallmeister? Ich nehme Uma mit mir. Es gibt keinen. Hauptmann Ardal hat gesagt, ich darf. Bring's ihn aber zurück, oder? Wäre schrecklich langweilig ohne ihn. Mal schauen. Nein, ich werde ihn nicht zurückbringen. Mach die Tür auf, sofort. Quest abgeschlossen. Quest gescheitert, letzter Wunsch. Okay, da hatten wir wohl einen Zeitquest, die bis hier. Ja, sehr schön.
Das hier ist Plötze. Was für eine liebenswerte Kreatur. Sie wird uns nach Kermoren bringen. Na? Komm schon. Kermoren? Da geht's also jetzt hin. Mhm. Ich hab da nochmal so eine Frage. Was zum... Die jagt der Maus nach. Schluss mit dem Bunsen. Gehen wir. Jetzt habe ich wahrscheinlich einen kleinen Gnom im Inventar. Ladezeiten. Das war klar. Wir kriegen Gesellschaft. Nilfgaarder Schlachtrösser. Ist das nicht problemlos läuft? Das war sowas von klar. Was willst du? Du missfällst dem Kaiser. Dann soll er wen anders um Hilfe bitten. Der Kaiser bittet niemanden um irgendwas. Du reitest mit uns nach Vysima. Seid ihr sicher? Denkt nicht mal dran. Na schön, zeig den Weg. Oh, Mensch. Dann wird es hier aufgehalten. So leicht konnte das ja nicht sein. Erstmal mit dem Kaiser verhandeln. Und die dritte Armee fällt von Westen ein, um Banglern einzunehmen. Mit Verlaub, kaiserliche Hoheit. Eure Spione berichten, dass die Garnison bei Banglern fast komplett aus Söldnern besteht. Also Bestechung. Dann verlieren wir keine Männer in der Schlacht. Weniger Zeit verlieren wir auch. Also schön, gib den Befehl. Und setz die Segel. Wie ihr wünscht. Sofort. Dach Triss. Nicht Triss. Kaiserliche Hoheit. Yennefer. Yennefer, genau. Ich hab dich nicht kommen lassen, um Artigkeiten auszutauschen. Berichte. Wie ihr wünscht, Eure Majestät. Nun, dieser Mensch ist der Schlüssel, um Ciri zu finden. Ich habe dir drei solide Spuren gegeben, frisch wie der Morgentau. Dazu die Hilfe meiner Spione und meiner Hofzauberin. Und du bringst mir anstatt meiner Tochter diese Monstrosität? Ich hoffe, dass du noch mehr dabei, sie zu finden. Hast. Für dich. Ich suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Und diese Nadel kann jederzeit... Die Aufgabe ist schwierig, das weiß ich. Na und? Hör zu. Ich regiere das größte Imperium, das die Welt je gesehen hat. Ich führe Krieg gegen den Norden, befehlige Zehntausende von Männern. Und wenn ich zu Hause bin, versuchen die Handelsgesellschaften und Adligen, mich zu entthronen. Erwarte nicht, dass ich dich wegen der Schwierigkeit deiner Aufgabe bemitleide. Tochter sein, wie was? Ja, jetzt wo du sagst, maybe, wenn sie verwandelt ist, aber woher nimmt man den Ansatz? Ich würde erstmal sagen, das hier. Ich habe die Spuren verfolgt, die ihr mir gegeben habt. Ciri tauchte zuerst in Skellige wieder auf. Mit einem Magier, einem Elfen. Yen weiß mehr. Die wilde Jagd hat sie aufgespürt und überfallen. Sie mussten nach Velen fliehen. Dort wurden sie getrennt. Ciri war einige Zeit bei einem örtlichen Kriegsfürsten, einem selbsternannten Baron, der... Nicht doch.
Ich kenne meine Vasallen. Der ihr nach Novigrad half. Dort verdarb sie es sich mit einigen Unterweltgrößen. Sie musste wieder fliehen und ging zurück nach Skellige. Dort ist sie ihrem Elfenbegleiter begegnet. Und der wilden Jagd. Schon wieder. Ciri und der Elf flohen aufs Meer. Am nächsten Tag kam das Boot zurück und es war nur er an Bord. Diese Informationen scheinen nicht sehr nützlich. Auch wenn ihr offenbar beschäftigt wart. Ich will es nicht hoffen. Aber ist die Geschichte abgesehen, könnte das so unwahrscheinlich ist das gar nicht mal, ist das Ciri ist. So unwahrscheinlich ist das gar nicht. Bei dem, was wir hier schon erlebt haben. Diese Monstrosität könnte eure Tochter sein. Der Körper ist das Ergebnis eines Fluchs. Darin ist jemand verborgen. Kannst du diesen Fluch brechen? Ich habe viel geforscht und nachgefragt. Aber um ihn zu brechen, müsste ich die Worte kennen, mit denen er gewirkt wurde. Und das? Wafail Elaine Ketmilfoli. Gledif Dorn Etneid Bundro Itne Iakus. Hat Rittersporn mir gesagt. Ciri hat mit ihm darüber geredet. Endlich hast du mich auch mal angenehm überrascht. Werte Yennefer, meine Frage besteht noch. Ja. Ich glaube, ich kann es. Doch ich muss... Die Details interessieren mich nicht. Geralt, du hast recht wenig erreicht, wenn auch zugegeben als meine Tuscher von Spionen. Am Arsch. Ich gebe dir die Hälfte der versprochenen Belohnung. Die andere Hälfte der ganzen Belohnung bekommst du, wenn du mir Ciri bringst. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Das war keine Bitte, sondern ein Befehl, Geralt. Und ich rate dir, widersetz dich mir nicht. Die Audienz ist beendet. Bis zur nächsten. Ich glaube nicht dran, dass das hier Ciri ist. Das wird irgendein Halb. Ein Halberfolg sein, das wird irgendein halber Weg, das wird irgendein Teil, irgendein Bekannter sein, den wir aus Teil 1 kennen und auch eben nicht, weil wir nicht so weit gekommen sind und dann wird der uns wieder erzählen, was passiert ist und dann geht's dort weiter. Das ist doch, das ist jetzt hier nicht. Etwas von deinem berühmten beißenden Humor wäre nützlich gewesen. Wo ist der hin? Du warst schüchtern wie eine Arethusa-Novizin beim Dekan. Ich weiß jedenfalls, wann ich meinen Stolz ausleben kann und wann ich ihn runterschlucken muss. Im Gegensatz zu gewissen anderen. Ah, verstehe. Mir zeigst du also die Klauen, weil ich ein lumpiger Hexer bin, wohingegen... Willst du das jetzt wirklich, Geralt? Wir können uns später streiten, an einem Ort, wo die Wände keine Ohren haben. Yen... Was vorhin passiert ist, in Skellige. Bitte, Geralt, es gibt nichts mehr zu sagen. Yen. Hör auf, bitte. Also, wie brechen wir Umas Fluch? Wir müssen ihn nach Kaer Morhen bringen. Oh, und Geralt, verzeih, aber ich kann nicht dich, Uma und Plötze teleportieren. Deswegen... Keine Sorge, wir reiten hin. Ich mochte das Teleportieren noch nie. Pass auf dich auf. Warte. Hier. Wahrscheinlich ist es besser, wenn du ihn behältst. Ja, also. Gut. Ich muss los. Die lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Geralt musste den Fluch brechen. Und so brachte er Uma zur Zuflucht der größten Spezialisten für Flüche, zur Hexerfestung Kaer Morhen. Mir stellt sich immer eine Frage. Sind wir schon gewappnet für Kaer Morhen? Ich hatte immer das im Hinterkopf, dass da ein höheres Level für gebraucht wird. Haben wir schon genug gelevelt, um hier nicht tierisch zu fehlen.
ruhig plötzlich. Vermutlich nein, ungut. Gabelschwänze so nah bei der Festung? Da war aber jemand nachlässig.